Hallo zusammen, heute will ich meinem Reisemobil etwas richtig Gutes antun. Es geht um eine Keramikversiegelung der kompletten Außenhaut. Wir sind bei CSS in Kleve am Niederrhein, wo man seit vielen, vielen Jahren mit dieser Art der Behandlung große Erfahrung und große Erfolge hat. Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass es auch noch andere Anbieter in Deutschland gibt, zum Beispiel die Firma Hoss in Bayern. Allerdings habe ich mich hier für den Niederrhein entschieden, allein schon wegen der Nähe zu meiner Heimat. Die Keramikversiegelung, die soll ja mehr Glanz ans Auto bringen und sie soll vor allem die Reinigungsarbeiten erleichtern. Nachher soll der Dreck so wegflutschen, so heißt es. Ich bin sehr gespannt, ob das klappt. 2,5 Tage, vielleicht sogar 3 Tage, dauert die Bearbeitung hier bei CSS. Wir werden die einzelnen Arbeitsschritte verfolgen und dann bin ich sehr gespannt, wie das Endergebnis aussieht. Ich wünsche euch jedenfalls viel Spaß dabei. Ja, ich mache es ja sehr, sehr ungern, aber ich lege die ganze Verantwortung in die Hände von Rudolf Schnorrenberg. Herr Schnorrenberg, was machen Sie jetzt mit dem Auto? Danke, Herr Dietz. Wir werden das jetzt aufhübschen für Sie. Das sieht doch schon super aus. Ja, aber warten Sie mal ab, wenn das fertig ist. Das ist der Wagen ja gerade mal 6 Monate aus dem Werk raus. Da würde man ja sagen, da ist ja nichts dran. Da muss man da überhaupt machen. Doch, selbst bei Neufahrzeugen müssen wir mit einer leichten Politur die Oberfläche behandeln. Denn da könnten beispielsweise Produktionsrückstände drauf sein, die man mit bloßem Auge gar nicht sieht. Ja, und wir haben also die Erfahrung auch gemacht, wenn Sie 2 Fahrzeuge nebeneinander stehen haben. Das eine ist aus dem Werk ausgeliefert und das andere ist kurzfristig danach versiegelt worden. Dann merken Sie den Unterschied, den sehen Sie, ja, weil Sie einen extrem tiefen Glanz haben durch die Versiegelung. Was empfehlen Sie denn dann? Sollte man sofort nach der Auslieferung zu Ihnen kommen? Oder? Das ist die beste Variante. Ja. Zum einen ist der Arbeitsaufwand für uns geringer. Ja. Je älter das Fahrzeug ist, muss man ganz ehrlich sagen, desto teurer wird es auch, weil der Vorbereitungsaufwand das A und O ist, kostet Arbeitszeit. Und man sollte nicht hergehen und sagen, okay, ich warte erst mal 3-4 Jahre und dann kriege ich das Fahrzeug wieder aufgehübscht. Also der Arbeitsaufwand ist höher. Ja. Und man hat eben den Vorteil, dass man von Anfang an auch diesen Schutz hat, ja, vor UV-Strahlung, vor Umwelteinflüssen. Wie ist das mit Sträuchern? Ich fahre auf einen Campingplatz oder sonst an einer Ecke, da komme ich schon mal so ein bisschen ran, kriege ich so Streifen dran. Sind die dann weniger auffällig? Ja, auffällig sind die schon. Aber wir haben die Erfahrung gemacht, dass oftmals so im oberen Bereich, wo man ja gerne mal was touchiert, dass es keine Kratzer sind. Wir haben also festgestellt, dass in den meisten Fällen es tatsächlich sich um Abrieb handelte, den man auch von der Versiegelung mit einer feinen Politur und einer Maschine ohne großen Oberflächendruck wieder abreiben kann. So Jungs, nun haben wir mal wieder einen Cover. Wir beginnen mit dem Waschen. Am besten, wie der Halil das schon in der Hand hat, Hochdruckreiniger vorsichtig und dann einschäumen. Dann haben wir eigentlich das Wesentliche für die Vorbereitung erledigt. Ja, mitunter kommen die Fahrzeuge, die durchaus auch mal Grünspan gesetzt haben. Das ist nicht unüblich, wenn ein Fahrzeug sehr lange draußen steht, bei allen möglichen Witterungsverhältnissen oder wenn die Fahrzeuge aus dem Urlaub zurückkommen. Ich sage den Herrschaften immer, bitte nicht vorher reinigen, denn wir müssen sowieso eine Grundreinigung machen. Wenn sie 50 Kilometer angefahren sind, bei schlechtem Wetter müssen wir auch wieder reinigen. Also die Arbeit können sich die Besitzer der Fahrzeuge sparen. Na dann, legen wir mal los. So, das Auto ist einigermaßen gewaschen, jetzt wird es poliert. Jens Siebert ist hier der Teamleiter in der Werkstatt von CSS. Herr Siebert, warum diese Klebestreifen da jetzt? Und zwar, das hat folgenden Sinn. Wir haben hier ein Gitter dahinter und das Problem ist, wenn man hier vorne poliert, was wir ja natürlich tun, kann es passieren, dass sich hier hinter im Gitter Polierschaub reinsetzt und das ist sehr schwer wieder rauszubekommen. Und hier genauso auf den Gummidichtungen, die werden auch komplett von uns abgeklebt, da sich dort natürlich durch die Poliermaschine, die hat eine gewisse Drehzahl, oder erreicht eine gewisse Drehzahl und wenn man dort mit der Poliermaschine gegenkommt, kann es zu Verbrennungen kommen und das ist leider irreparabel und deswegen kleben wir das vorsichtshalber alles ab. Ja, legen Sie mal los mit der Politur. Ja, gerne. Musik.
Ja, Herr Siebert, was sind das jetzt für Tücher, die Sie da benutzen? Sind die speziell dafür ausgelegt? Nein, es sind keine speziellen Mikrofasertücher. Man muss eigentlich nur wirklich darauf achten, dass die nicht an der Haut hängen bleiben. Sobald die an der Haut hängen bleiben, kratzen die selbst auch auf jeglicher Oberfläche. Also besonders weich müssen die sein, oder wie? Richtig, also besonders weiche. Man muss wirklich darauf achten, dass da keine harten Kunststofffasern vorhanden sind. Wenn die wirklich weich sich anfühlen wie ein Babypopo, dann ist es wirklich das Optimale. Wie lange werden Sie jetzt brauchen, bis das Fahrzeug hier komplett poliert ist? Also für den normalen Poliergang werden wir mit Sicherheit 1,5 Tage für brauchen. Das ist natürlich nur die Regel. Da gibt es natürlich auch Unterschiede. Je nach Fahrzeugzustand kann es dann natürlich schon mal sein, dass man gegebenenfalls auch 2 Tage dafür braucht. Eigentlich sieht der Wagen schon ganz gut aus, er glänzt schon ganz gut. Allerdings, Jens Siebert ist schon wieder zugange. Was passiert jetzt? Jetzt werden wir die Stelle hier komplett entfetten. Da wir das erstmal jetzt poliert haben, natürlich sieht es schon mal sehr gut aus. Nur um die Versiegelung auftragen zu können und damit die eine dauerhafte Verbindung eingehen kann, müssen wir das komplette Fahrzeug entfetten. Sprich, die ganzen Poren sind jetzt vollgezogen mit den Fetten der Politur. Und die werden wir jetzt rausholen mit unseren Entfetter. Das heißt, eigentlich wird die Politur jetzt wieder runtergeholt, oder wie? Genau, richtig. Also auf den Oberflächen darf keine Rückstände von irgendwas drauf sein. Das müssen wir noch besprechen, Herr Siebert. Erst machen wir eine Politur drauf, dann holen wir die Politur wieder runter und dann eine Versiegelung. Das macht doch alles keinen Sinn. Doch, natürlich. Und zwar, die Politur ist natürlich dafür da, um jegliche Schmutz, Kratzer und sonstiges erstmal von der Oberfläche wegzuholen. Und natürlich ist die Politur dafür da, um einen gewissen Glanzgrad zu erzielen. Natürlich können wir die auch vorher auftragen, nur das ergibt gar keinen Sinn, da die Versiegelung dort dann nicht haftet. Wo Fett ist oder jegliche Rückstände, kann die Versiegelung nicht haften. Sprich, die ganzen Poren, zum Beispiel vom Lack, müssen komplett befreit sein, sodass dort komplett die Versiegelung halten kann. So, Herr Siebert, jetzt wird's spannend. Das ist die Versiegelung? Genau, richtig. Das ist die Versiegelung. Sieht unscheinbar aus, hat aber einen sehr großen Effekt. Und die werden wir jetzt im Kreuzverfahren komplett auf diese behandelte Stelle auftragen. Versiegelung ist drauf und was müssen Sie jetzt machen? Also die Versiegelung hatte jetzt eine Einwirkzeit von über 2 Minuten und jetzt geht man daher, um den Überschuss, der noch da dort vorhanden ist, nochmal auszureiben, da man den ansonsten im Nachhinein sehen würde. Hat das Auto nochmal gestreichelt? Genau, natürlich. Also wir streicheln Ihre Fahrzeuge ganz, ganz oft. Ja, Siebert, jetzt sieht man schon, an den Reifen machen Sie auch was. Genau, richtig. Natürlich sollte das komplette Fahrzeug in einem super Zustand sein. Wenn alles glänzt, dann müssen natürlich die Reifen auch glänzen. Das hat jetzt nur einen optischen Effekt. Kann man denn die Reifen, also das Gummi, auch versiegeln? Nein, das ist leider nicht möglich. Nur die Felge dann? Genau, richtig. Die Felge hat ja ein ganz anderes Material, weil dies ist Gummi und alles, was Gummi ist, kann man leider nicht mit versiegeln. Fertig, jetzt fangen Sie wieder an mit der Maschine. Was soll das denn? Richtig, und zwar müssen wir jetzt bei diesem Dekor noch einige Rückstände der Versiegelung abpolieren. Das Abpolieren erfolgt wirklich mit einer Exzentermaschine, mit einem ganz weichen Pad und einer ganz feinen Politur. Das sind Überschuss der Versiegelung. Das heißt nicht, dass wir die Versiegelung abpolieren. Nur den Überschuss, den man sieht. Ich glaube Ihnen das alles nicht. Herr Siebert, wie ist das denn mit der Windschutzscheibe? Wir wissen ja, polieren sollte man die eigentlich nicht. Geht das denn mit der Keramikversiegelung? Nein, also die Keramikversiegelung tragen wir auf der Windschutzscheibe nicht auf, da das die gleichen Bestandteile vom Glas enthält und somit auch keine Verbindung eingehen kann. Und
in Verbindung mit Scheinwischer, Schmutz, was auch natürlich auf der Windschutzscheibe liegen kann, können Schlierenbildungen entstehen. Und aus Sicherheitsgründen lassen wir das von vornherein sein, da die Versiegelung auch dann auch nur oberflächlich aufliegen würde und keine Verbindung eingehen kann. Aber Sie putzen jetzt trotzdem? Genau, richtig, damit Sie eine klare Sicht haben. Vielen Dank. Nicht zu danken, bitteschön. Ja, sehr beeindruckend, was wir hier bei CSS in Kleve sehen. Ich trage noch eine Maske. Rudi Schnorrenberg muss nicht, er ist schon geimpft. Herr Schnorrenberg, wie lange machen Sie das schon? Wir machen das seit über 8 Jahren. Ich habe die Firma in 2012 gegründet und dann sind wir ganz klein angefangen und haben dann immer mehr Gas gegeben und haben viel Erfahrung gesammelt und machen zurzeit 3 Fahrzeuge pro Woche, 3 große, die PKWs noch in den Lücken dazwischen. Und haben in der gesamten Zeit weit über 1500 Fahrzeuge gemacht. Was bringt denn jetzt diese Versiegelung genau? Diese Versiegelung schützt das Fahrzeug, die Oberflächen. Sie haben einen Werterhalt des Fahrzeugs. Deshalb rate ich auch immer dazu, ein Fahrzeug möglichst früh versiegeln zu lassen. Die Oberfläche ist sehr strapazierfähig. Sie ist extrem glatt. Wir haben einen tollen Abperleffekt nach der Versiegelung. Der Schmutz haftet nicht so daran. Und selbst wenn man später mal nach einer Urlaubsreise das Fahrzeug reinigen möchte, dann ist es extrem leicht zu reinigen. Man kann, wenn es wirklich arg verschmutzt ist, kann man auch ein bisschen Neutralreiniger ins Waschwasser tun. Das löst dann den Schmutz und damit ist die Reinigung noch leichter. Wie lange hält das? Wenn man jetzt sagen würde 3, 4, 5 Jahre, dann würde das eigentlich bei unserer Versiegelung zu wenig sein. Also wir gehen von Langzeithaltbarkeit aus, die tatsächlich 8 Jahre erreicht und wahrscheinlich noch länger. Man kann auch ein bisschen nacharbeiten, ja, wenn es wirklich mal bei älteren Fahrzeugen kommt das schon mal vor, dann hat man Umwelteinflüsse da drauf, dann wirken vielleicht die Hutze über der Frontscheibe ein bisschen stumpf oder die Motorhaube, das sind die exponierten Stellen, die auch am meisten belastet werden. Aber in allen Fällen haben wir dann festgestellt, mit einer bisschen Politur mit der Maschine kann man da drüber gehen und die Versiegelung darunter war noch absolut in Ordnung. Was ist das genau für ein Zeug, was Sie da drauf packen? Das Produkt ist von einem deutschen Hersteller, das ist mir ganz wichtig. Das ist die Firma SST Oberflächentechnik, die sind in der Nähe von Fulda ansässig. Die haben das entwickelt, die produzieren das und ich bin mit diesem Material also absolut zufrieden. Und deshalb experimentieren wir auch nicht mit anderen Materialien. Was ist es denn genau? Der Hauptbestandteil der Versiegelung ist Siliziumdioxid. Natürlich noch andere Bestandteile drin, sogenannte Polysilazane. Siliziumdioxid ist beispielsweise auch der Hauptbestandteil von Glas, sprich Quarzsand. Ja, daraus wird der Glas hergestellt. So, und dieses Material ist in der Lage, sich über einen chemisch-physikalischen Prozess mit der Oberfläche zu verbinden. Ja. Und ist dann so fest wie Glas? Es ist so fest wie Glas, ja. Wir gehen von einer Härte aus bis zu 9 H. Reden wir über das Geld, das ist alles nicht billig, ne? Was wir da machen. Bei den Wohnmobilen richtet sich der Preis auch nach Größe und Alter des Fahrzeugs. Je älter die Fahrzeuge werden, desto größer ist natürlich der Vorbereitungsaufwand. Und wir liegen da in der Kategorie beim Kastenwagen um die 1.400 Euro bis zu 2.500 oder 3.000 Euro bei den ganz großen Fahrzeugen. Wie sieht das im Innenbereich aus? Im Innenbereich versiegeln wir die Arbeitsfläche in der Küche mit Herd, Spüle und Armatur, den Waschtisch im Bad mit Armatur, den Toilettentopf von außen mit Brille und Deckel von unten und von oben, damit ist absolut hygienisch, und die Duschkabine von innen, außer dem Boden, das könnte zu glatt werden. Dieses Paket hat einen Wert von 300 Euro und den gibt es bei uns gratis dazu. Das ist eine Serviceleistung. Wir haben also noch einen Service. Den möchten die Kunden allerdings nicht ganz so gerne in Anspruch nehmen, wenn mal eine Beschädigung am Fahrzeug passiert. Und das ist ein Eigenschaden. Es muss was repariert oder nachlackiert werden oder muss ein Bauteil getauscht werden. Dann ist das Nachversiegeln solcher Teile für unsere Kunden auf Dauer kostenfrei, solange sie das Fahrzeug fahren. Ja, vielen Dank, dass wir hier sein durften. Sehr spannend. Gerne. Rudi Schnorrenberg. Es hat mir Spaß gemacht. Ja.
Es ist vollbracht. Mein Reisemobil hat eine Original-Keramik-Vollversiegelung. 2,5 Tage hat das Ganze hier gedauert. Ich finde, es sieht klasse aus. Ich habe auch noch einen Spezialreiniger dazu bekommen gegen die schwarzen Streifen, denn die können natürlich auch bei einem versiegelten Fahrzeug weiterhin auftreten. Ansonsten bin ich sehr gespannt, ob es tatsächlich leichter ist, dieses Auto zu waschen. Wir werden immer wieder, wenn wir es irgendwo sauber machen, darüber berichten. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß mit diesem Video. Liked uns, abonniert den Kanal und denkt vor allem auch an die Glocke. Und dann hoffe ich, dass wir uns irgendwann irgendwo wiedersehen auf dieser wunderschönen Reisemobilwelt. Bis dahin wünsche ich euch alles Liebe, bleibt gesund. Euer Uwe Dietz.